So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft. Und zwar mein Let's Play, aber nicht allein. Es ist zwar Singleplayer, aber ich bin nicht allein, denn hier ist der Gute. Hi. Battle TV. Ja. Er zockt nicht mit, aber er kommentiert mit. Das wird so, er ist mein Jedi-Meister. Okay. Ja, so der Geist von dem Jedi-Meister. Du weißt doch, das Ende von Star Wars 6. Boah, ich kann alle Teile in- und auswendig. Ja, den 9 habe ich auch schon gesehen. Auf jeden Fall, Create New World. Wie nennen wir sie denn? Keine Ahnung. Okay. Ja, nennen sie keine Ahnung. Wollte ich. Ich kurz noch. Ich sehe das. So. Keine Ahnung. Ah ja, nicht, dass sie denkt, ich sitze nicht neben ihnen, ich skype. Nee, deswegen habe ich ja so spirituell gesagt. Oh. Theoretisch könnten zwei Mikros an meinen guten Computer angeschlossen werden, aber du bist ja nicht da und es ist spät abends. Das ist denn zu spät? Wir haben Ferien, du Opfer. Meine Eltern lassen da aber keinen mehr da. Ja, das sind sie ein bisschen streng, aber sonst sind gute Eltern. Meine sind nicht da. Easy. Ha. Alter, sag mal nix, ich hab schöne Spinner bekommen. Ich hab 5 davon, eine hab ich aus dem Fenster geworfen. Oh, das ist 4. Ich hab 6 und noch keinen aus dem Fenster. Hast du meinen Status? Ja, ich starte mal. Muss man meinen Status auf Verteidigung gucken. Fangen wir endlich mal an hier. Was meinst du? Muss man meinen Cheats anschalten oder? Nö. Es ist bestimmt. Ganz ehrlich, es gibt jetzt, man kann eine Flat World machen, man kann so viel machen. Aber Bonus Chest könnte hilfreich sein. Für so Minecraft Noob wie mach mich. Einfach an. Ja, why not? Der ist beschwert, der wird von Lotti geknutscht. Du weißt doch. Ich hab gerade geklingelt, ich bin mal kurz weg. Ja, gut. Gut. So. In der Welt bin ich jetzt auf eine fucking Insel gespawnt. Sag nicht, ich bin auf eine Insel gespawnt. Au. Nenn mal ein bisschen Maus. Normal. Ich mach mal auf easy. Ja, moin Leute. Ja, ich bin am Start. Ich glaube, ich bin auf eine Insel gespawnt. Du machst mal hier einen Insel-Avenger oder was? Gut. Ich könnte auf Peaceful schalten, bis wir einen guten Ort gefunden haben. Wie du willst. Ja, ist aber eine gute Idee. Peaceful. Ja, Gott, oh Gott. Ja, ich bin ernsthaft auf eine Insel gespawnt. Ach du Scheiße. Das wird die Meer. Also das wird die Meeresüberquerung. Freu dich. Nö, bleib einfach auf der Insel. Ernsthaft? Bleib auf der Insel. Jo, ist doch geil. Tropical Island. Oh, und was auch eine gute Neuerung ist, die finde ich eigentlich schon. Ja, Alter, muss. Die hier. Der kleine Cheat-Modus, wenn man so will. Klatsch, Alter. Ja, gut. Also, wo bauen wir das Haus und was für Bäume schlachten wir ab und bauen wir neu? Ich bin scheiße im Bauen, ernsthaft. Also ich bin gut, aua. Ich bin gut im Bauen. Zu viel Gronkh geschaut oder was? Ich kann allgemein gut bauen. Ich meine, ich habe ein fucking Schiff gebaut. Zwar im Creative, aber ich habe ein Schiff gebaut. Ist doch egal, Hauptsache es sieht gut aus. Ja. So, wir brauchen auch Glas. Ich meine, Fenster sind schön. Können sein. Jetzt schon? Nicht. Ja, ich kümmere mich doch erstmal um die Hauptrissbossen. Ja, am besten soll ich mir eine kleine Hütte bauen, bevor die Monster kommen. Ach nee, ach ja, peaceful. Ich glaube, hier ist ein guter Ort. Ja, so. Workbench.
Dafür gibt es noch eine schöne Anleitung, zum Beispiel Boot bauen. Ja. Oh Gott, was ist denn das? Das ist die 1.0-Server-Version, das ist neu dazugekommen. Das ist ein Oh, ich kleines. kenne die. Also. Ich konnte noch nie die 1.11 spielen, das wäre eigentlich. Ja, Ja. also. Darf ich dir kurz Komplett erläutern, neu. auch das für die Leute auch erläutern, die es nicht kennen. Und zwar, das ist eine kleine Hilfe. Und zwar, zum Beispiel, wenn man hier auf die verschiedenen Recipes klickt, kommt das Crafting Recipe hier hin. Zum Beispiel, wenn man Kuchen machen möchte und das Das Recipe nicht weiß, weiß Spiel. dann weiß, hat man sofort alles hier stehen. Das finde ich eigentlich sehr praktisch, aber gut. Ich bin mein scheiß Schwul. Ist gerade auch Was? Ich habe es gerade gehört. Was so? Schwul. Scheiß Schwul. What the? Oh, sorry, Alter. Dieser scheiß Freund von meinem Bruder ist schon wieder total am Nerven. Ich habe mich schon gewundert, warum laut schwul. Nein, der will den Stuhl, worauf ich sitze. Ich habe schwul gehört. Aber er kann meine Multikulti! Stimme. Wooden Axe. Wir haben schon mal eine Axt, das ist gut. Schaufel. Ich muss da quatschen. Bis. Oh, ich habe eine Axt. Ah, egal. Gutes Holz. Ich zock gerade auch im Hintergrund, aber nicht auf einem PC. Ja, dein PC ist ja Richtig geschrottet. krass. Ich hab den Laptop nicht mit dem Kühlakku zerschlagen. Nein, habe ich nicht. Was? Nichts. Ach, wie schön. Ganz ehrlich, du fehlst mir leicht. Ist langweilig ohne dich irgendwie. Oh, aber du hättest nicht sowas von verstanden, wenn du neben mir gesessen wärst. Gesessen hättest. Ja, aber. Ganz ehrlich. Allgemein wurde es langweilig, nachdem du weg warst. Ah, super nett. Ja. Sonst höre Gut. ich nur davor ein Gott sei Dank. Nö, nö, du bist mein Kumpel. Krass. Hast du es nicht erwartet, dass wir Kumpels sind, oder? Ich hab's nicht erwartet, dass ich überhaupt Kumpels habe. Du. Dann mal kannst Spaß. du wenigstens mal. Du kannst da ein wenigstens hinschreiben. Kumpels ein. Prank. Alter, das ganz ehrlich von da hier hingesprungen. Das war Skill. Auf jeden Fall, Alter. Au. Ich verlasse mich andauernd. Macht irgendwie Spaß. Ich hab's nicht gesehen. Boah, wie schlecht bin ich? 3 Kills, 4 Tode. Bah, verschreit mir! Welcher Piss hat mir gerade geschrieben? Geil. Kleiner Alter! Tipp, mach entweder deinen Ton oder dein Handy aus bei Aufnahmen. Nee, das gehört dazu. Mach ich extra. Ja klar. Ich hab keinen Schreibst du den Freund. Leuten noch, hey, Also persönlich. schreib mich an, ich will die Oh! Aufnahme versauen. Ach, Scheiße! Mann! Oh, die ganze Lobby leckt. Geil. Hi. What the fuck? Das ist krank. Was ist Das ist richtig krank? krank. Bei mir leckt gerade die ganze Lobby. Also das Spiel wird bestimmt gleich abkackt bei mir. Oh. Und ja, der hat keine Hände. Den sein. Der hat auch kein. What the fuck? Der hat keine Waffe. Den sein ganzes Gesicht ist verschwommen. Das ist klar. Ja, besser als vernarbt. Ich würde mal sagen, beste Internet. Oh, ich bin nicht rausgeschmissen, es geht weiter. Ich bin Oh, nicht rausgeschmissen. nice. Ich müsste erst noch an meinen Deutschkenntnissen arbeiten. Du Deutsch von Yoda gelernt? Bär.
ein Schäfchen. Warte, ich muss das kurz mal mit der Pickaxe streicheln. Schäfchen. Yeah, die ganze Lobby laggt. Nee, ich geh raus. Tschüss. Warum tötest du dich, Schafe? Nicht gut. Weil wir später Nahrung brauchen. Ja, aber du brauchst doch später Schafe, die du züchten musst. Tja, ich werde eh umziehen. Das ist so Vorbau. Ah, okay. Ja, ich meine, wir bleiben nur nicht ewig auf so einer kleinen Insel, wo es kaum Holz gibt. Du musst anschaffen. Wir müssen auch noch den Enderdrachen besiegen. Das schaffen wir doch nicht auf einer Insel. Oh, je, je. Folge 1, 10 Minuten, alles macht fertig. Ich mach eh eine 30er Folgen. Ist auch gut so. Ja, das sieht man in Nippon ja auch. Oh Gott, ich muss jetzt immer noch 4 Folgen nachholen. Nein, 5? Ich hab das Ende auch schon für den ersten Teil heute rausgehauen. Ich weiß, hab ich schon gelesen. Ich guck nämlich immer in meine Abo-Liste, aber ich hab nie Zeit, das zu gucken. Das ist ja voll scheiße. Hm. 5 Folgen muss ich nachholen. Ganz ehrlich? Hättest du ja erwartet, dass ich mir mal einen Channel mache, also mit... Richtig? Ja. Hättest du? Ja. Ja, hab ich schon erwartet. Ha. Gut. Weil das jeder Zweite heute macht. Ja, ich mach das eigentlich nur zum... Ich mach's nur Spaß, auch weil ich andauernd quatsche, wenn ich zocke. Selbstgespräche? Ja. Ja, jetzt rede ich wenigstens zu den Zuschauern, nicht nur gegen eine Wand. Du redest... in ein Mikrofon rein und nicht mit anderen, aber auch okay. Ja, trotzdem zu den Zuschauern dann. Wenn, ja, ich verstehe. Also ich habe wenigstens 15 Abos, habe ich gesehen. Ja, ich weiß. Ich sag mal, ab 30 mache ich ein Special. Oh. Special ab 30? Ist ja. Das lohnt? Ja, wenn du 30 hast, bin ich auch dabei, hoffe ich. Ah, ja. Mache ich jetzt bald PC. Aber ich glaube, ein paar haben mich nur abonniert, weil ich sie abonniert habe. Das könnte ein guter Grund sein. Du machst Sub für Sub? Ja, ich habe mir mal Videos angeschaut und ich will es nicht sagen, ich habe manchmal gelogen, aber. Hä, hey, wie jetzt, du machst Sub für Sub? Du fragst andere, also du sagst andere, wenn die dich abonnieren, abonnierst du die? Nee, die, wenn die zuerst sagen, ja, ich hab dir ein Abo gegeben, sag ich, na gut, ich guck mal, wenn du einen Channel hast, guck ich mal und da geb ich auch ein Abo. Aber auch nur, wenn du eine Scheiße bist. Ach, das meinst du, okay, also das ist nicht Sub für Sub, was du machst. Nö, wenn die mir ein Abo geben, bin ich so freundlich und gebe denen auch ein Abo. Wenn, ja, musst du aber bald viele Abos haben, oder was? Also dich habe ich ja schon länger abonniert. Ich habe einen YouTube-Kanal? Seit wann denn das? Bell TV. Er ist aber nur... Also, hä? Du hattest einen Channel namens Battle TV, das hast du mir gesagt. Ja, aber da habe ich nie was hochgeladen. Das ist einfach nur zum Gucken. Und liken und abonnieren. Trotzdem habe ich dir ein Abo gegeben. Bam. So. Geil. Ein Abo, 0 Videos. Ich bin der Profi auf YouTube. Das hab ich dir gleich am Anfang gegeben, wo noch Videos kamen. Ich hab noch nie Videos auf YouTube gemacht, noch nie. Doch, Musik. Ich hab mal bei anderen mitgemacht, aber anders nicht. Scheiße, wo ist mein Workbench? Ich glaube, ich habe Auto-Jump an, aber es ist mir auch gerade wurscht. Ist doch gut. Obwohl. Manchmal kann es störend sein. Ich kack gerade total ab. Ja, es kann an meiner Leitung liegen. Kann? So. Alles aufs Internet schieben. Ja. So. Gleich habe ich meine erste Hütte. Oh. Tür.
Ah, jetzt komme ich langsam in Fahrt hier. 5 Kills, oh, 4 Kills, 5 Tore. Ah. Wie sehr hast du schon ein Haus? Ja, ich habe gerade noch schnell eine Hütte zusammengeklöppelt. Ich frage mich immer noch, wofür baut man ein Haus in Minecraft? Wofür? Mit dem man pennen kann? Ja, pennen kann man in Minecraft auch einfach ein Bett hinklatschen und da reinlegen, hallo? Ja, nicht wenn Monster da sind. Bisschen Luxus kann man sich auch gönnen, ja, das verstehe ich schon. Außerdem, ja, es ist eine kleine Hütte, was? Du kannst nicht so viel davon erwarten. Was? Ich meine heute, das sind einfach nur ein Haus, wo überall Truhen drin sind. Fertig. Nicht mal. Ja, außerdem braucht man. Ja, nicht so. Stell dir vor, jemand kommt aus dem Server und plötzlich, ja, der klaut dir alles. Außerdem brauchst du ein Haus, wo du Sachen verstaust. Warum soll ich mir ein Haus machen, wenn es gegrieft werden kann? Ich mache mir lieber eine Basis unter der Erde, wie immer. Oder ich backe mich beim Nether oben durch die Welt. Verrat das doch schon den Leuten. Sollen sie machen, ich wurde eh schon überall gegrieft. Bei Hacker gibt's genug heutzutage. Ja, das ist eigentlich traurig. Ich sag jetzt mal nichts dazu, warum ich überall gebannt bin. Ja, du Hacker. Aber das Problem ist, einen neuen Alt kriege ich auch nicht mehr her. Also besser gesagt, ich krieg zwar einen neuen Alt her. Also Alt, wenn ihr nicht wisst, was das ist einfach nur ein abgezogener Account oder ein gebotteter Account. Ja. Sei. Gecracken, sage ich jetzt mal. Ja, Flo, kennst du eigentlich meinen Skin noch? Ja, den kenne ich noch. Der mit der schwarzen... Wieso hast du immer noch den gleichen? Der mit der schwarzen Jacke oder der mit der Kapuze? Der mit der Kapuze. Ja, der ist noch hier. Ah. Siehst du denn einen Unterschied? Ja, aber nur ein bisschen. Eine kleine Narbe. Dazu habe ich auch eine Dramatik. Was ist das? Ich hab mich gerade gefragt, was das sein soll. Ja, es geht doch ein bisschen an der Wange weiter. Das war mein erstes. Mein Problem ist es gerade einfach nur, das Bild backt ein bisschen bei mir. Ich habe halt ein richtig beschissenes Handy und ich muss zurzeit auf alles Mögliche sparen. Ja. Das ist total kacke, der Zustand zurzeit. Ja. Ich gucke es mal. Weil mit einem S2 kommt. Was? Mit einem S2 kommt man nicht weit. Ja. Vielleicht sollst du auch mal wieder zu mir kommen, da kannst du besser sehen. Oh. Ja. Ich guck die YouTube-Videos von dir immer auf meinem Fernsehen. Das ist geil. Gut, wir haben zur Nahrung. Ich habe nämlich eine Playsheet dabei. Red du erstmal. Nee. Also wir haben zum Essen einen rohen Lachs, einen Apfel, zwei Brote und fünf, Schafsfleisch. Du Schafmörder. Und jetzt mache ich mir ein weißes Bett. White. Ist das nicht rassistisch? Wie man sieht. So. Oh Gott, hab ich gerade voll abgeschissen. 15 Tode und 8 Kills. Ah. Ja, sorry. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ich bin heute erst um 12 aufgestanden. Weißt du, wie früh ich aufstehe? Aber auch, weil ich spiele noch Deponia weiter, weil ich habe an einer Stelle so hart gehangen. Ich habe gedacht, du hast das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Ja, also ganz ehrlich, das Stream, das war peinlich, also peinlich. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal voll die ganze Zeit abgekackt. Scheiß WLAN. Oh. Also Telekom hat sich da uns so sehr gedrängelt. Also, warum hat jeder Telekom? Warum? Wir haben kein Telekom, das ist vom Nachbarn oben. Oh. Ja. Lol. Aber ich glaube, hier kommt eine gute Farm hin, oder? Ja, wenn du es schön ausbauen tust, schon. Ja. Gut, wir müssen auch mal Stein abbauen. Eisen. Sonst kriegst du kein Wasser da hoch. Ich weiß. Das auch.
Wir brauchen noch Samen. Ach scheiße, ich hab was total vergessen. Ich bin mal ganz kurz weg. Sorry, lass mich immer entfernen. Ja, ist gut. Oh, Samen. Gut. Wir brauchen Brot. Brot für die Welt. Für Charity. Für die Menschen. Hi Charity, kennt ihr vielleicht auch von Halo? Ich weiß ja nicht. Gut, ach Mann, ich brauche mehr Samen. Oh, Blümchen. So, ich bin wieder back. Ich habe gerade Blümchen gepflückt. Ich bin wieder back. Käse verkaufen auf eBay. Ja, ein Blümchen für ein Dia. Jupp. Außerdem nennt man das bei Minecraft nicht eBay, sondern MineBay. Du kochst so viel YouTube. Ich zock so viele Mods. Ah, ja, ich verstehe schon, okay. Kenn ich. Du bist der... Evil Chicken! Das war... Ich wollte zu viel YouTube. Das war gerade das Satan-Zünchen. Mit schwarzen Augen, Alter. Man hat den Tod gemerkt. Das haben alle Hühnchen, deswegen mag ich keine Hühnchen. Aber ihr Fleisch ist lecker. Ich sag nur KFC. Teuer, aber lecker. Ja. Ganz ehrlich, KFC ist eigentlich in Ordnung. Wäre es bloß nicht so scheiß ziemlich teuer und würde meinen Magen umdrehen. Ziemlich rassistische Folge hier, ey. Hühnchen. Weiß. Oh Gott. Alter. Nee, Multikulti nein, hier. Nein, ich bin kein Rassist. Ich hab einen schwarzen Permanentmarker neben mir. Okay, ich übertreibe. Ja, jetzt wirklich. Sonst gibt's gleich einen Strike. Wo fehlt's denn? Aua. Scheiße. Haha. Ach, ich verprügel den Sand mit meinen Samen. Okay, das ging falsch. YouTube Deutschland macht jetzt alles falsch. Ja, irgendwie schon. Man muss nur etwas sagen, zum Beispiel Samen und sofort. Ja, nee, das ist sexistisch. Nein, nicht deswegen. Es ist was Schlimmes passiert, was ich heute gesehen habe auf YouTube. Oh weia. Was wirklich Schlimmes. Also wirklich, das ist schon krass. Bestimmt haben sich schon ein paar Leute deswegen umgebracht. Alter. Ja, es kommt Kartoffelsalat 2 raus. Ach du Scheiße. Und es macht Katja Krasavitz mit. Gut, das wird ja was werden. Ganz ehrlich, ich kenne nicht mal den ersten Teil. Sogar immer, wirklich immer, egal, immer wenn ich die gesehen hat und die nice gesagt hat, hat die sich an die Titten gefasst, Alter. Voll schlimm. Alter, was ist das für eine, sorry, wenn ich das sage, ich sage es eh nur bei die wirklich scheiße klingt, zum Beispiel auch diese fucking Bibi. Was ist das für eine Bitch? Hallihallo, meine Lieben! Alter! Hör auf, will ich jetzt uns verprügeln! Dann hole ich meinen Freund. Oh, Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Julienko? Ja, oder? Aber du weißt ja, ich habe. Flo, du hast ja schon davon gehört. Ich habe Osama verkloppt. Niemals. Doch! Anfang des Schuljahres habe ich ihn erst mal gehauen. Du! Ich! Das glaub ich dir irgendwie nicht. Wie kommt's? Der hat mir ein Buch auf den Kopf gehauen. Du hast. Nur deswegen? Nur deswegen. Okay. Und er hat mich dann genervt, also. Okay, er hat's verdient. Ja. Aber er hat sich dann auch so am Ende des Schuljahres entschuldigt. Wie jetzt zusammengekloppt, meinst du jetzt? Mitten auf die Fresse! Also kein Babyscheiß, Alter. Wie es jeder sagt.
paar Kratzer im Gesicht. Ich habe mitten in die Ecke gekloppt. Ah, schick. Das sieht man mir gar Bei nicht uns in an. den Schuljahren ist auch was Schönes passiert. Wir hatten so einen Klassenkameraden, Nico. Und da hat ihm Dominik in unserer Klasse gesagt, so ein kleiner fetter Sack. So, der hieß Dumme. Der hat es gesagt, deine Mutter. Und ich bin halt auf so einer Schule, ich sage jetzt mal nichts dazu. Wo halt Leute sind, wie... Die Aggressionsprobleme haben. Sehr aggressiv werden schnell. Und ja, Dom hat halt zu dem großen Nico gesagt, deine Mutter, und dann ist der komplett am Rad gedreht. Denn sein komplettes Gesicht war am nächsten Tag angeschwollen, Alter. Komplett angeschwollen. Du weißt noch Dave. Komplett grün und blau. Also, ich habe oh, Dave. Der Dave. Ja, ja. Du weißt ja noch, Dave, der wollte sich mal mit mir kloppen. Dave. Du backst gerade bei mir? Ja. Geht's wieder? Ja, jetzt. Gut. Ja, also Dave, du kennst ihn ja noch. Klein, hässlich. Ja. Dumm. Fett. Ja. Der geht dann später in eine andere Schule. Schick. Ja. So. So. Ich finde es scheiße, dass ich aus der Schule raus bin, aber ich finde es auch gut, weil meine Zeugnisse, wow, da habe ich schon selbst gestaunt. Ganz ehrlich, da ist nicht mehr alles voll mit Fünfen. Nicht? Also ich habe, soll ich was sagen? Ich habe keine 4, keine 5, keine 6 auf dem Zeugnis. Wow. Ja, aber nice. Hab mich gefreut und hab 10 Tacken hab von meinen Eltern bekommen. Auf dem Zeugnis. Geil. Ja, ich mir mal einen schönen Wildleder-Portemonnaie. Wildleder? Ich hab ein Euro-Ding aus dem Euro-Teddy. Aber es ist wirklich echtes Leder. Und wie man hört, mein finanzieller Zustand ziemlich leer. Ist unterm Keller schon. Wie es sich anhört, wenn man seinen Portemonnaie schüttelt. Ich höre da nichts. Ja. Also gut, ich denke mal, ich gehe auf eine andere Insel. Hier mal eine kleine Hütte, falls ich mal jemals wieder komme, sage ich, ach, wisst ihr noch? Och, die guten Zeiten. Wo wir alle noch jung und knackig waren. Ach, jetzt sind wir so alte Säcke. Jetzt übertreibst du. Ich weiß. Das ist eine meiner Fehlentscheidungen, ich übertreibe. Ach, so viele Squids, ey. Hui. Meh, Motorboot. Slash Bunsquid. Slash Bunsquid. Ja, echt mal. Naja. Wenn ich irgendwann schwarze Wolle brauche, sage ich, Scheiße, wo sind die verfickten Squids? Ah, so ist es doch immer. So ist es eigentlich immer. Immer wenn ich was erstmal nicht brauche, sage ich, ja, brauche ich nicht. Auch. Und dann, ja, Scheiße, wo ist das bitte? Brauche ich schon. Oh Gott. Also echt, das fühlt sich gerade wie so ein Motorboot an, wenn ich drin sitze. Ich hab den ersten Kill gemacht in der Lobby. Krass. Nice. Möchtest du ein Oreo? Ich hab welche. Nein! Ich musste nachladen. So. Geht doch gut los. 2 Kills, 1 Tod. Schick. Ja. Ne. So. Jetzt sind wir auf der neuen Insel. Die ist schon mal größer. Und vielleicht sogar Festland, ich weiß noch nicht. Wenigstens was. Ja. Und ich hab Samen. Mann. Ich kann jetzt nur falsch denken. Frau? Was? Kombination von Samen und Mann passt irgendwie nicht ganz zusammen. Naja, man hat sie.
Vielleicht war nichts dazu. Alter, ich weiß, ich schäme mich gerade. Oh, gut. Nicht jugendfreier Inhalt, FSK 18. Ganz ehrlich, Minecraft ist eigentlich, wenn Es man nur muss so gestoppt baut oder werden. so. Dann darf ich das vielleicht sagen oder müssen wir noch was sagen? Ja, Währenddessen ich pflück ich muss gehen. Blümchen. Sag du, ich pflück Blümchen. Muss halt immer so einen Piepton reinmachen, wenn wir irgendwas Perverses oder eine Beleidigung sagen. Ganz ehrlich, auf YouTube hört man jetzt so eine Scheiße meist, da ist das eigentlich harmlos, was sie sagen. Evil Chickens! Ach, meinst du Katja Krater? Meinst du Katja Krater badet in 100 abgelaufenen Kondomen? Ja, auch. Das hat die wirklich gemacht, Alter. Nein! Außerdem gibt's so. Der Controller, wie meint es leer? Ah, ist Außerdem mein gibt's ja. Controller. Also ganz ehrlich, es gibt so viele Spiele, wo Gewalt, Vergewaltigung, alles drin ist. Und wenn man sowas sagt, ja, nee, 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 nee. Schaut euch mal Outlast 2 an, dann Nee. wisst ihr, was ich meine. Wenn man da eine Beleidigung reinmacht, kriegt man keine Werbung mehr. Oh, das ist gut, das Geil. ist gut. Ganz ehrlich, Werbung nervt meist, wenn man was Wichtiges gucken möchte. Warum holst du dir keine Anti-Werbung? Ich meinte, wir gucken natürlich die Werbung, ja. Ja, ich guck's Oder ja auch eigentlich Star. auch. Ich auch. Ja, Ich habe kein natürlich. Programm dafür, dass ich das. Ich habe kein Programm dafür, dass ich das nicht gucken muss. Nicht praktisch, so ein Werbeblocker. Ich Werbung. meinte, ein Werbung hinzufüge. Zeit, mein neues Haus zu bauen. Welchen YouTuber guckst du eigentlich zum Beispiel? Gronkh mittlerweile, aber auch Suchomaru, und andere. Ich kann mich nie entscheiden, was ich gucken soll. Ich auch Liege abends nicht. immer im Bett, will YouTube gucken. Also, Und was gucke ich dann im Endeffekt? Katja Krasavice. Nein, Alter. Spaß. Nein, Ich das überlege gucke gerade ich mir schon, wie ich wirklich die nicht Folge an. nennen soll. Oh Gott, oh Gott, das wird ja was werden. Ja, am Wenn ich meisten. mir denn das Video angucke, kotze ich, weil ich meine eigene Stimme höre. Sorry. Du kannst deine eigene Stimme nicht ab. Deswegen hab ich nicht mit YouTube angefangen, weil ich die Videos dann schneiden muss. Ja, schneid meine Videos nie. Merkt man. Keine Beleidigung. Ich schäme mich auch nicht dafür. Nee, ist auch keine Beleidigung. Ist gut. Genauso wie Gronkh. Ganz Bist du ehrlich, für ich bin ein Gronkh großer Insta oder was? Gronkh-Fan. Ich meine, das ist einer der ersten Spiele, von dem ich je geguckt habe. Weißt du, wer besser ist als Gronkh, aber leider keine Videos mehr macht? Ich weiß, es hört sich hart an, aber es gibt so einen. Ja, es gibt immer einen besseren, muss man sagen. Warte. Ich muss kurz mal. Granat. Oh ja, ich denke, das sagen wir gleich, aber dann ich beende mal die Folge. Schon? Ja, also 30 Minuten Ging noch Folge mit. und die, also ganz ehrlich, sieh kurz mal auf die Zeit, wenn du sehen kannst, überhaupt. Hier unten. Also 33 Minuten schon, gleich 43, also 34. Na klar, dabei enden wir jetzt den Part hier. Ja, also warte. So, tschüss, liebe Freunde von mir und dem.